Folge 3, liebe Leute, Spelunky, wir sind mal wieder am Start, der dritte Run, und es wird heute, es wird weitergehen, als wie das letzte Mal. Mein Deutsch ist gut. Und ich weiß gar nicht, ob es wieder diese Sechser-Kombo, ob es dazu in diesem Run gereicht hat, von wegen Horusauge, Schwarzmarkt, Moment, Horusauge, Schwarzmarkt, Ankh, Goldene Kappe, Zepter des Anubis, Goldene Stadt. Und das Buch, was man am Ende noch bekommen hat, ist Necronomicon. Darauf bin ich gar nicht mehr eingegangen, weil es war quasi unnötig. Und man hat es auch nicht gebraucht. Ich glaube, das habe ich in diesem Run geschafft. Aber das werden wir alles sehen. Alles zu seiner Zeit. Wir fangen erstmal ganz locker an. Nehmen uns das Fräulein mit. Machen das, was man eigentlich als einziges in Level 1 tun sollte. Nämlich die Frau mitnehmen. Sich das Herz holen. Und natürlich nochmal schauen, ist irgendeine Kiste jetzt unmittelbar erreichbar? Und die Antwort ist ja. Also nochmal 3 Seile für uns. Und damit haben wir das schon erledigt. Und dann beginnt auch die Ausschau nach, ja, nach der goldenen Kiste, nach dem Schlüssel, nach dem Horusauge. Und ja, wenn wir mal den Titel betrachten von dem Video. Warum Olmec, warum? Heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Ich sehe leider nur den englischen oben gerade. Weil das deutsche Video gibt es an sich noch gar nicht so richtig, weil es kommentiere ich ja gerade erst. Und ja, Olmec, das wurde ja schon im Tutorial erwähnt, das ist, ja, es gibt, das ist irgendwas, es sah aus wie so eine Steinvisage. Aber was genau das ist, wissen wir noch nicht, und das werden wir noch herausfinden, und zwar in genau diesem Run. Wenn auch auf eine etwas unglückliche und schlechte Art und Weise, aber ist ja egal. Auf jeden Fall, Shopkeeper ist verärgert, das ist schon mal gut, wir haben schon mal eine Grundlage gelegt für diesen Run. Wir wollen nicht in diese Pfeilfalle reinlaufen und werfen einen Stein hin oder peitschen ihn runter, weil 2 Herzen zu verlieren am Anfang ist halt, ja, man kann ja den Run direkt aufgeben. Also was ich mache, sobald ich im ersten Level zu früh ein Herz verliere oder direkt 2 Herzen verliere, Neustart, weil es wird sich einfach nicht mehr richtig anfühlen. Man wäre nervös und konzentriert, wird sich denken, das ging ja nochmal gut, ne? Aber die ganze Zeit am Wackeln, und das kann einfach kein guter Run werden, deswegen frisch, fröhlich und frei runter. Diese Spinne sprengen wir weg. Die Spinne hat hier den Vorteil, und die großen Spinnen haben den Vorteil, dass sie 2 Netze unter sich haben. Und wenn man eine Bombe genau reinwirft, das ist auch eine Kunst, da muss man erstmal ein bisschen üben, sie, ja, ich würde fast sagen, perfektionieren. Das ist ein bisschen hochgegriffen, aber so ungefähr. Und wenn man das hat, dann kann man sich hier ganz locker immer den Kleber holen. Man muss allerdings auch das Glück haben und eine große Spinne sehen oder kriegen. Also wenn auf dem eigenen Weg keine große Spinne ist, dann ist es blöd. Dann passiert das, was letzte Folge passiert ist, Klebebomben, na, hey, goodbye. Das sind 70 Bomben und es bringt dir einfach gar nichts. Naja, so, Schlüssel war neben der Truhe. Die war doch, ja, muss sagen, ziemlich einfach, also es war ja ein geschenktes Horusauge schon. So, diese Pfeilfallen wurden schon ausgelöst. Eine Schlangengrube, wie man am Anfang auch gesehen hat. Schlangen, ich hasse diese Tiere. Eine Schlangengrube, und wir sehen es auch jetzt unter dem Juwel, unter dem roten. Zack, da springen wir auf. Da ist eine Spitzhacke drin. Zu sehen dank dem Horusauge. Ich glaube, das müsste man auch mit der Sonnenbrille sehen. Ich glaube, mit der Sonnenbrille sieht man Juwelen und Items. Und ja, der Shopkeeper ist sauer. Und da müssen wir jetzt irgendwie klarkommen. Wenn ich mich jetzt rausgrabe, bin ich tot. Weil der Shopkeeper schießt genau an diese Stelle. Heißt, ich muss da irgendwie anders runterkommen. Oder ich mache es einfach so. Ich lasse ihn hier durchlaufen. Das war auch eher Glück als Verstand, aber egal. Ich lasse ihn hier einmal durchlaufen. Und zack. Weg ist er. Das Problem ist, weil der Shopkeeper, oder das Problem in Anführungsstrichen, ist, weil der Shopkeeper so rumspringt, kommt er einfach nicht an mich ran. Ich bin untouchable. Könnte man jetzt sagen, muss man nicht, aber trotzdem, also durch diese einen Blockdinger kommt er nicht durch, er kommt durch, aber es passiert einfach selten, weil er einfach so viel rumspringt, und deswegen ist man dann quasi sicher. Nicht nur quasi, sondern in diesem Fall sogar ziemlich sicher. So, Pfeilfalle ausgelöst, da ein Gegner davor war, lief es ganz gut. Und wieder der Shopkeeper. Ich habe zum Glück noch meine Spitzhacke, heißt, ich kann von A nach B, ich kann nach links, rechts oder unten graben. Hier scheint aber nichts Interessantes zu sein. Diese Spinne kommt weg.
Die Pfeilfallen lösen wir mal kurz aus mit diesem Stein. Zack, zack. Und jetzt müssen wir hier irgendwie durch. Und ich glaube, genau, jetzt gibt einmal von der Spinne aufs Maul. Jetzt gibt die Spinne, kriegt die Spinne einmal aufs Maul. Was mir nichts bringt, weil ich hätte schon ein drittes Mal Kleber. Also Items lassen sich nicht stacken. Wenn man einen Kleber hat, hat man Kleber. Und dann, wenn man nochmal Kleber kriegt, dann ist es halt so. Aber ist egal, bringt nichts. So, und da ich die Spitzhacke hier nicht mehr wirklich brauche. Also ich könnte sie noch mitnehmen, aber sie wird halt relativ bald kaputt gehen. Und ich glaube, da ist die Spitzhacke auch das einzige Item. Alle anderen Items, zum Beispiel die Schrotflinte ist ein Paradebeispiel dafür. Er hat immer Munition, sie wird immer einsatzbereit sein. Ja, im Gegensatz halt zu, ja, zum Beispiel zu der Spitzhacke. So, was in der Kiste? Die sind drei Bomben, das ist schön. Entschuldigung, auf hier. So, und genau, im letzten Run war das Problem, ich hatte keine Klebebomben, aber ich hatte keinen Kleber, aber dafür 98 Bomben zeitweise. Hier ist das Problem, ich krieg 500 mal Kleber und naja, wir dürfen alle mal raten, was am Ende dann das Problem sein wird. Werden wir dann sehen. So, jetzt hier sehen wir erstmal, dass wir die Frau abgeben können und sehen wir den Wurm, ich weiß es gar nicht. Ne, ich bin aus, ne doch, wir haben den Wurm gesehen. Der hat unsere Dame mitgenommen jetzt. Und wir sind weg. Da unten ist Wasser. War aufgrund des Speziallevels, das ist ja das Level, oder es wurde ja am Anfang gesagt, ich höre, wie das Wasser fließt, dann ist die komplette untere Ebene Wasser. Bin ich noch nie rein. Echt gut, ich bin einmal rein und gestorben, aber noch nie ernsthaft, deswegen scheiß drauf. Hauptsache, ich komme zum Ausgang und das reicht mir auch. Diese Tiki-Fallen, ja, da bin ich zu hoch gefallen und das gab aufs Maul. Diese Tiki-Fallen kann man ganz gut meistern. Wenn man sie einmal auslöst, also man springt einmal hoch, triggert sie einmal und wenn sie zurückfahren, kann man nicht getroffen werden. Also man wird nur getroffen, wenn die Stacheln, wenn man neben der Tiki-Falle steht und die Stacheln klatschen einen richtig weg. Ansonsten, weil wenn die Stacheln gerade am Einfahren sind und du stellst dich hin, gar kein Problem, kein Treffer. Das ist sehr, sehr nützlich und würde die Tiki-Fallen ansonsten auch unerträglich machen. So kann man damit dealen, wenn man ein bisschen Erfahrung hat und auch nicht so nervös ist. Also die ersten Runs, was wird man in den ersten Runs vielleicht noch teilweise sehen, die Erfahrenen werden es sehen. Da ist einfach Nervosität drin, in dieser ganzen Sache. Vielleicht auch nicht, falls wir... Ich kommentiere ja nur nach. Und wenn wir jetzt mal auf unsere Bombenanzahl schauen, können wir schon ganz leise erahnen, worauf das rauslaufen wird. Das war dämlich, wollen wir jetzt nicht drüber reden, das war einfach nur dumm, das war eine verschwendete Bombe. Die beiden davor auch. Und da der Shopkeeper in einem Spinnennetz gefangen ist, können wir uns einfach aus dem Staub machen. Mit einem Kuss. Schmatzi schmatz. Und das Problem in den ersten Folgen war auch, oder ja, Problem auch in Anführungsstrichen, dadurch, dass ich halt schon ein bisschen Erfahrung habe, und da war das Horusauge, hier ist der Schwarzmarkt irgendwo, dadurch, dass ich schon ein bisschen mehr Erfahrung habe, ist es so, dass ich halt relativ schnell durchgehe und dann bleibt mir so im Nachhinein nicht so viel Zeit, um zu kommentieren oder um Hinweise zu geben, Tipps, Erklärungen, Details und so weiter. Das ist vielleicht so ein bisschen... Das wäre auch besser, wenn ich es ganz frisch und blind helpen würde. Aber ja, so ist es halt nicht. Und da müssen wir jetzt mit klarkommen. Also heult nicht so rum. Späßchen. Okay, Schwarzmarkt. Und da keine Frau in der Nähe ist, die wir abgeben könnten, gehen wir direkt rein. Und wir haben keine Bomben mehr. Es war einerseits gut, weil wir sind noch in den Schwarzmarkt gekommen. Es kann auch manchmal vorkommen, diese Runs würden hier nicht gezeigt, aber es kann vorkommen, dass man... Es kann vorkommen, dass man keine Bomben mehr hat und noch nicht an... Zum Beispiel den Schlüssel hat, die Truhe hat, am Schwarzmarkteingang ist oder sich sonst wohin springen wollte. Das war Glück, aber gut. Und dann... Ja, hast keine Bomben und ist scheiße so. Und dann ist der Run auch blöd. Und so einen Run würde ich auch immer neu starten. Keine Ahnung, warum der Shopkeeper da drauf gegangen ist. Aber er ist es. Und diesen Hit nehme ich sehr gerne in Kauf. Wir haben schon zum 10. Mal Klebepaste bekommen heute. Dankeschön. Haben sie inzwischen verstanden, dass du mich mobben willst, Spiel? The Mobbing Game. So. Mobby Dick. Was? Ja, weiß ich nicht. So.
Wir haben es gesehen, Tiki-Falle war getriggert und man kann sich ganz locker ranhängen. Und jetzt müssen wir irgendwie ohne Bomben irgendwie, also wir müssen uns Bomben holen, das ist ganz klar. Deswegen sicherheitshalber mal 200 Millionen Mal da reinschießen. Hoffen, dass Shopkeeper einfach tot gehen oder weiter unten sind, was meistens der Fall sein wird. Hier sehen wir Teleporter, Eisstrahl. Alles nicht wichtig. Jetpack ist wichtig. Kameras auch. Total, dieses Ding ist für den Arsch. Ernsthaft. Also wenn ein Item das Gegenteil von OP ist, dann ist es die Kamera. Werde ich nie benutzen, deswegen werde ich es auch nie zeigen können. Aber naja. Und der letzte Shopkeeper. Man hat schon so ein bisschen im Gefühl mit ein bisschen Erfahrung. Dieser Run dauert jetzt schon ein bisschen länger. Das könnte jetzt... Das war übrigens gut, dass ich den genau getroffen habe auf dem letzten. Das könnte jetzt blöd laufen. Da könnte jetzt bald ein Geist kommen, aber alles gut. Und hier... Wäre es jetzt besser, wenn es einen Bombenshop gäbe. Oh, das war auch richtig knapp. Aber hat funktioniert, er ist tot. Alle Shopkeeper sind des Todes. Und wir kriegen nochmal diese 12er Box. Und wir sehen schon, also nach einem normalerweise... Oder... Ja, sagen wir, es ist relativ oft so, dass nach einem Schwarzmarktbesuch die Bomben 40, 50... Weil es eben einige Bombenboxen gibt. Das war hier nicht so, 14 ist in Ordnung, aber... Es geht einfach viel zu schnell leer. Das wird man genau hier sehen. Übrigens, schöne 8-Bit-Musik. Zumindest so vom Gefühl her. Denn dieses Spelunky HD ist ja nur eine Neuauflage von einem klassischen Spelunky in einem Pixel-Game. Was ich persönlich gesehen, was ich persönlich nie selber gespielt habe. Ich weiß, das gibt es. Und das muss auch irgendwie reichen. Genau, die Kletterhandschuhe sind... Also haben Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, du kannst vor allem hier in den Eishöhlen an beliebigen Wänden hoch. Und das ist hier sehr, 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 sehr nützlich. Das Problem an Kletterhandschuhen ist, man hält sich manchmal an Sachen fest, wo man sich nicht festhalten möchte. Und dann kann es blöd enden. Also, ja, so die meisten Spelunky-Spieler, wo ich so in letzter Zeit gesehen habe, die nehmen die Kletterhandschuhe extra nicht mit, eben weil sie diesen Nachteil haben. Und vor allem, wenn man Jetpack hat, das kann man vorher nicht wissen, dass man Jetpack bekommt. Aber wenn man eins hat, dann sind Kletterhandschuhe meistens sowieso unnütz. Und ja, der Vorteil an den Eishöhlen ist noch, wenn der Shopkeeper aufs Maul will, kriegt er aufs Maul. Weil wenn er sich aufregt, dann springt er in den Abgrund und ist für immer weg. Also die Shopkeeper-Herausforderungen, wo man wirklich drum um sein Leben bangen muss, die sind... Ja, also eigentlich Level 1. Ja, na, Ebene 1, Ebene 2. Also ab Ebene 3. Ebene 3 ist harmlos für Shopkeeper meistens. Ebene 4, man ist dann meistens so gut ausgerüstet, dass es auch kein Problem mehr ist. Und ja, also es ist wirklich am Anfang ein Problem. Später ist man gegen Shopkeeper doch sehr gut gerüstet. Aber da muss man auch erstmal klarkommen. Also mit so einem Shopkeeper zu dealen. Es gibt spezielle Methoden, Techniken, wie man damit ganz gut klarkommen kann. Ich mache es auf meine eigene Weise. Und ich bin bisher damit ganz gut gefahren. Klar, an den Runs, die ich nicht zeige, da gehe ich oft genug durch Shopkeeper drauf. Entweder am Shop direkt. Ist Shop direkt nicht irgendeine Internetseite? Ist ja egal. Also im Shop direkt oder eventuell auch im... Hallo Schneemann! Verrüppelter Schneemann! Tschüss Schneemann! Also im Shop direkt. Oder aus anderen Ausgängen. Es passiert immer wieder. Es passiert einfach, das ist ganz klar. Aber je länger man spielt, das merkt man auch ganz deutlich, desto weniger passiert ist, desto mehr Routine hat man auch sehr intuitiv das Ganze. So, wir haben gesehen, hier auf dieser Ebene ist der blaue Kopf. Heißt, wir sollten, oder wir können hier drauf gehen und das ist jetzt passiert. Deswegen bin ich hier auch so unvorsichtig ran, weil ich wusste, ich kann drauf gehen. Ich habe in dieser Ebene nichts mehr zu tun. Ich habe meine goldene Kappe. Nee, ich habe die Frau abgegeben. Heißt, ich krieg... Also, die wird gespeichert, trotz meines Todes. Heißt, ich gehe mit 5 Herzen raus. Und wir sehen schon in den Eishöhlen 3, 4 ist immer der Link zum Mutterschiff. Keine Ahnung. Muss ich nicht nochmal... Vielleicht zeige ich es irgendwann nochmal, aber... Entschuldigung, in nächster Zukunft werde ich mich da nicht drauf einlassen. So, das wird wieder Yeti-Glück. Zack! Aber doch nicht so viel Glück.
Nachdenken. Man sieht doch hier wieder der Kompass richtig nützlich. Shopkeeper ist in Abgrund gefallen. Der Kompass vor allem hier richtig nützlich. Wenn du an einer falschen Ecke stehst und kein Jetpack hast, von A nach B über einen 7 Block breiten Abgrund springen musst, hast du halt ein Problem. Was wir schon erahnen können, wir werden ein Problem mit den Bomben bekommen. Also was passieren kann, hier überlege ich gerade, soll ich sie opfern, soll ich noch ein Item mitnehmen oder die Herzen mitnehmen? Ich habe Letzteres getan, ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung war, ich werde es wohl auch nicht herausfinden. Auf jeden Fall, ja, also in Ebene 3 kann es noch Shops, ja, halt's Maul, blöder Tunnelgräber, in Ebene 3 kann es noch Shops geben. Das wird ein schneller Anubis-Prozess. Wiedersehen. Zack, zack. Und es kann sein, dass man dann noch Bomben bekommt. Das heißt, selbst wenn man nach dem Schwarzmarkt irgendwie 10, 20 Bomben hat, kann man damit noch klarkommen. Aber wenn es die halt dann nicht mehr gibt, dann hat man, und das wird man hier ganz klar sehen, vor allem am Ende des Videos, ein riesiges Problem. Wir haben auf jeden Fall das Zepter. Anubis war hier kein Problem. Wir haben genug Bomben gehabt. Das war ganz locker. Wir müssen jetzt nur noch irgendwie zum Ausgang kommen. Hier bin ich fast draufgegangen, dank einer Tiki-Falle hier schon wieder. Hier hatte ich jetzt einen kurzen Herzinfarkt. Das lässt sich danach so schön sagen, weil es ist einfach so entspannt alles. Und ab zum Ausgang. So, dieses Zepter wollte nicht so agieren, wie ich wollte. Glückwunsch. Und diese Tiki-Falle stört mich, heißt, sie darf einmal dran glauben. Diese Lava-Menschen, die haben natürlich auch gar kein Problem. Die haben natürlich auch gar kein Problem mit Tiki-Fallen oder ähnlichem. Das ist ganz klar. Aber die werden uns, oder wurden uns bisher zumindest auch noch nicht gefährlich. Der Ausgang wartet und wir haben noch 5 Bomben. So, 2 werden wir auf jeden Fall brauchen für Anubis 2. Der uns ja letztes Mal so furios gekillt hat. Und wir sehen da unten das Telekrog. Und wenn das Telekrog explodiert, dann passiert gar nichts. Das Telekrog teleportiert sich woanders hin. Und teleportiert sich dann zurück und will dich töten. Vielleicht, habe ich gehört. Okay, die Goldreihe ist wieder... Es sieht ganz gut aus zumindest bisher. So, diese Steinviecher muss man ganz höllisch... Also muss man wirklich sehr stark aufpassen. Die Steindinger können riesig Probleme geben. Also am besten einmal triggern, ins Nirvana laufen lassen und weg damit. Und ab in die Stadt aus Gold. Endlich geschafft, ja. Hast eigentlich schon zum zweiten Mal geschafft. Na wohl, nicht mit dem Charakter, es war ein anderer. Aber ist ja nicht so wichtig. Auf jeden Fall Stadt aus Gold. Wir wollen hier das Necronomicon, dieses komische Buch. Und sobald wir uns das Buch nehmen, kommt Anubis 2 und wird sauer. Und wir wollen nicht, dass Anubis sauer wird, deswegen werden wir Anubis nicht sauer machen. Okay, das war gelogen. Wir werden Anubis sauer machen. Toll, wie ich zu meinem Wort stehe. Hammer. Einmal runter. Wir sehen schon dieser Hund da im Hintergrund, hinter dem Necronomicon. Ja, herzlichen Glückwunsch. Nee, stimmt. Ich erinnere mich. Ich hab's gar nicht mit Anubis 2 aufgenommen. Ich hab mich einfach verpisst. Wie so eine feige Sau. Und warum, das werden wir jetzt sehen. Jetzt mache ich es richtig und gehe direkt in den Ausgang. Gehe nicht drauf und wir sind beim Bosskampf. Zumindest beim ersten. Beim ersten großen. Olmecs Versteck. Der Olmec, der hier unten alles loopt, die Level erstellt und uns immer wieder belebt. Genau dieser Olmec, der angebetet wurde und jetzt ist dieser Typ tot. Hallo Anubis 2. Denn Anubis 2 hat gar keinen Bock. Ist krass angepisst, dass wir sein Buch geklaut haben. Der Vorteil hier ist, und deswegen bin ich auch hier hin. Also ich wusste, ich brauche sicher 2 Bomben, um Anubis 2 kaputt zu kriegen. Ich habe aber nur noch eine, heißt, ich muss mir hier oben Bomben holen. Und ohne die Bomben hier, hätte ich ein Problem gehabt. Wobei man auch sagen muss, es ist eine traurige Ausbeute. Also dieser ganze Run ist bombentechnisch ein Graus. Weil normalerweise kriegt man hier, aufs Maul bekommen wir kein Problem. Tschüss, Anubis 2. Normalerweise kriegt man hier oben ordentlich Bomben. Und ich krieg 3 Stück. Es ist wirklich... Also Conspiracy. So, und wir spulen einmal vor. Jetzt, wer erschrocken ist, ist selbst schuld. Denn
zwei Sachen. Erstens, unser Ziel ist ganz klar, Olmec zu besiegen. Und dazu muss er sich, wir haben es schon gesehen, er kann Steine zerstampfen und er muss sich bis ganz nach unten stampfen, denn dort ist Lava. Und wenn er in die Lava fällt, ist er tot und wir haben gewonnen. Das wäre das normale Ende. Wir haben jetzt aber das Necronomicon. Heißt, wenn wir ihn an einer ganz bestimmten Stelle versenken, gibt es einen Ausgang, wo wir durch können und wir kommen in Ebene 5. Also, es kann hier nach vorbei sein oder man kommt eben, wenn man diese ganze Goldsache hat, mit, ich zähle zu gerne auf, mit Dingens, Schlüsseltruhe, Horusauge, Horusauge, Schwarzmarkt, Ankh, Goldene Kappe, Zepter, Zepter des Anubis, Necronomicon. Wenn man das hat, dann hat man eben die Möglichkeit, mehr als das normale Ende zu machen und noch in die letzte Ebene zu gehen. Mein Problem hier war, ich habe keine Bomben. Es wäre sehr einfach. Oder es wäre relativ einfach, wenn man Bomben hätte. Dann kann man den Weg freisprengen, man lenkt Olmec so ein bisschen dahin, zack, fliegt er runter, ab in die Lava, alles ist gut. So. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis ich hier drauf gehe, denn ohne Bomben ist es ist quasi nicht machbar. Es ist der Horror. Wirklich. Also ich werde es in der nächsten Folge noch irgendwann schaffen, dann werde ich auch genug Bomben haben, dann werde ich Klebebomben haben, dann können wir das alles machen. Aber hier, es ist zum Kotzen. Das Problem ist, und das ist der eigentliche Grund, warum ich hier zwangsläufig drauf gehen muss ohne Bomben eigentlich schon fast. Olmec spawnt Gegner. Wir sehen es also, ja, ist vielleicht ein bisschen kurz, aber manchmal, wenn er sich hin slammt, dann, genau wie hier, es gehen so Lichtkugeln weg und es spawnen Gegner raus. Das können nette Gegner sein, wie Schlangen, die quasi nichts machen. Es können auch unschöne Gegner sein, wie Bienen oder Fledermäuse, unsere All-Time Favorites. So, und jetzt bin ich fast um. Jetzt fehlen eigentlich nur noch 4 Blöcke und Wiedersehen. Der letzte Gegner, der da war. Und ich bin draufgegangen. Ja, ich werde natürlich wieder ein bisschen überziehen mit Reden. Aber ja, das war so der Run an sich. Also wir haben jetzt gesehen, wozu das Necronomicon da ist. Wer darauf geachtet hat, hat vielleicht auch gesehen, dass da, wo dieser spezielle Ausgang ist, der uns in Ebene 5 führt, da hat das Necronomicon so komisch mit dem, das Gesicht vom Necronomicon, klingt komisch, ist aber so, hat, ja, quasi Faxen gemacht und daran hat man gesehen, hier, also wenn ich Olmec hier versenke, dann habe ich gute Chancen. Aber das werden wir auch noch genauer in einem späteren Video sehen. Dann hoffentlich mit mehr Bomben. Weil sowas will ich nicht nochmal sehen, also. Es war wirklich grauenhaft. Ich habe es auch vorgespult, weil man hätte einfach, ich glaube, 6 oder 7 oder 8 Minuten lang nur gesehen, wie ich versuche, irgendwie zwanghaft oder krampfhaft zu überleben. Und das muss man sich wirklich nicht antun. Alles Wichtige dazu ist gesagt. Mal so kurz überlegen, war das alles für diesen Run? Ich glaube schon. Also den nächsten Run, Run 4, muss ich noch aufnehmen. Wieder eine Session starten und hoffen, es kommt was Gutes bei raus am Ende. Und ja, wem jetzt noch irgendwas vom Spiel unklar ist, es wird so sein, es geht alles relativ schnell. Auch wenn so der Großteil jetzt klar sein sollte. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Also es werden noch genug Runs kommen und wer konsequent dabei bleibt, der wird irgendwann einfach genau wissen, was Sache ist. Ich sag's jede Folge wieder, es kommt alles mit der Zeit, ist eine Erfahrungssache. Ganz klar. So, und es sollte jetzt aber wirklich alles gewesen sein. Übrigens, Nachtrag, ich sehe es gerade noch. Mit der Sonnenbrille sieht man auch Items in der Wand. Das habe ich ja letztes Mal gesagt, weiß ich nicht. Jetzt weiß ich es aber sicher. Und das müsste jetzt wirklich alles gewesen sein. Das nächste Mal hoffentlich erfolgreicher. T.Loni sagt, haut raus, bis Folge 4 bei Spelunky. Egal, ob dann mit oder ohne Commentary, das ist ja dann eure Entscheidung.